Juliet. Morikawa-sensei! You're alive? Can you hear me, Juliet? My prized student. It is impossible to rest in peace with all this going on. Sensei, are you alive? He just said rest in peace, Juliet. Maybe he's trying to take a nap, Nick. His voice is all ghosty and creepy and weird. It's a sure sign he's dead. Yes, dear. I am contacting you from the land beyond words. I'll guide you the best I can, but the reception here is terrible. So listen carefully. Yes, Sensei. Yes, Sensei. Really, Nick? The fate of our whole town is in the balance, and you're gonna take the time to mock me? I didn't... I just heard you. You're right there. It was the wind or something. Please, both of you. Juliet, you must first get close to Kirabini. But be careful. He is, shall we say, cranky. Juliet, watch out! Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Okay. Ja. Geile Musik. Ist das Dragon Force oder ist es nur so an wie Dragon Force? Ach, schade. Hört sich wahrscheinlich nur so an wie Dragon Force. Ist ja nicht so, als würde ich wirklich ein Lied von denen kennen. Ich kenne nur Through the Fire and the Flames und das auch nur, weil es bei Guitar Hero dabei war. Guck mal, das, was mir beim letzten Mal gar nicht gehakt hat, hakt es jetzt schon am Anfang. Ha, naja, egal. Letztes Level. Ich bin gespannt, wie lang es ist. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass es länger ist als der, ne? Aber naja, kann ja mal hoffen. Obwohl, nein, das wäre ja naiv. Nee, ich bin sehr gespannt. Diesmal ist es wohl Elvis, nicht so wie beim letzten Mal. Ja, falsch angenommen, Entschuldigung. Kann mal passieren, passiert auch dem Besten. Ah, nochmal drei Autos, okay. Na, fetter Elvis. Wie geht's so? Ah. Er wirft schon gut genug. Hattet ihr als Kind eigentlich auch so viele kleine Spielzeugautos? Hier, Hot Wheels-Dinger und so. Oh, ich hatte so viele davon. Und diesen Straßenteppich hatte ich auch. Ah, da geht's links. Voll geil. Gibt's die eigentlich noch? Ich glaube nämlich nicht. Das ist das Schlimme. Ah, okay, keine Gegner. Okay, ich renne dann hier durch. Beziehungsweise ich fahre hier durch. Wupp! Mit mehr Glück als Verstand. Schade, da wäre ich gerne aufgegangen. Ich habe keine Ahnung. Schade, Lolli verpasst. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Mir ist das auch alles ein bisschen zu bunt, zu hakelig. Und. Ja, das. Ah, da. Das Auto da. Das Gebäude macht auch nicht besser. Noch ein Anruf. Morikawa Sensei. Juliet and Nick, it's me again. See that path over there. Follow it to that bastard, Kirabini. Diese geile, ruhige Musik eben, ne? Ich hab keine Ahnung. Hey! Zombies, vampires, Sasquatches. You killed a Sasquatch? Sure, tons. Sasquatches are dicks. But this kind of monster, I didn't even know it existed. Ich hätte mir Kugeln kaufen sollen. Aber naja. Ah, da sind Kugeln. Oh, okay. Süßi. Ja. Noch ein Arm und ein Kopf. So, du leuchtest so. Ist da jetzt noch was hinter, oder? Ha, ein goldener Lolli. Sehr schön. Du bist meins? Ob es so schlau ist, direkt davor zu stehen, ist jetzt was anderes, aber okay. So, ich will jetzt eine Kleidung haben. Ich habe ja Dad's High School geknackt. Mom's Outfit. Okay. Wirken einfach sexy, egal wer sie trägt.
Ja, ich bin mal gespannt, was mir noch so fehlt. Keine Ahnung. Ah, gleich eine Konzeptbilder. Frühe Zeichnung von Mom. Kathedrale im Bau. Sehr schön. Zeige ich alles irgendwann noch mal. Am besten, wenn ich alles gemacht habe. Ich würde mir gerade noch Kugeln kaufen. Was ist dir zu spät eingefallen? Die ganzen Konzeptbilder und die Telefonate und die extra Zombies mit ihren echt schrecklich schrägen Infos. Schlimme Dinge stehen da. Sehr, sehr schlimme Dinge. Boah, fetter Elvis, du bist voll hässlich. Er schießt Laser. Zombies that shoot laser beams out of their eyes. Yeah, I felt like something was missing. I'll try to use something as a shield and get closer. Woo! Mach's kaputt, ist okay, fetter Zombie Elvis. What else have you killed? Leprechauns. I killed a whole tribe of Frankenberries once. Frankenberry? From like cereal? That is total propaganda to get you to trust them. Ja. Ist okay, Spiel. Kann ich hier gleich wieder fahren? Nein. Echt? Was zur Hölle ist hier los? Ich hab bestimmt noch mal voll weggefunzelt. Ist mir egal, es wird schon schief gehen. Ah, macht gar nicht so viel Schaden. Ja, dann ist gut. Bin ich auf normal? Ich hab gar nicht auf leicht umgestellt. Was ich das gemacht habe, haben wir gar nicht mehr gespielt seit dem letzten Mal. Nein, dort. Gott. Ah, ich würde schon sagen, wie, Nick-Ticket geht nicht. Fast verdrückt. Kann man diesmal eigentlich auch der Zahlscore knacken? Bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, da war keine Trophäe mehr dafür. Im Hintergrund einfach alles weiter zerstört. Kommt doch her, Zombie. Ist mir ja egal. Einfach mal ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, dann geht das. Zack, whoops, und du auch. Funzelst du jetzt den LKW weg? Ja, tust du. Gut. Ich würde trotzdem gerne wissen. Ja, gut, wo geht's längs? Da. Nein. Da. Ich wollte schon sagen, jetzt hier nicht um die Ecke lasern. So. Benutzen und einen neuen kaufen. So, man weiß ja nie, wofür man die noch braucht. Das ist eine Nick-Ticke, ist auch egal, ich werde ja wohl nicht so viel verbrauchen. Ich brauche noch die Trophäe für 100 eingesetzte Nick-Tickets. Das zieht sich noch. Also es gibt eine Trophäe, irgendwie so ein Nick 100 mal küssen, aber das passiert ja immer bei dem Einsatz von so einem Nick-Ticket, deswegen. Mir fehlen noch so viele simple Trophäen. Och man, ich weiß nicht, ob mein Ehrgeiz das aushält. Ich gehöre nämlich eigentlich nicht so zu den Trophäensammlern. Ich nehme es mir immer vor allen Dingen, wenn sie so einfach sind wie hier, aber im Endeffekt mache ich es dann doch nicht. Das einzige Spiel, wo ich es durchgezogen habe, war Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations. Dankeschön. Ha! Ah! Okay, ich sollte dann davor ausweichen. Oder auch nicht? Ich lasse mich schon einfach treffen. So viel Schaden gibt es auch nicht. Wo ich eigentlich gern. Ja, versteck dich. Ist okay. Oh, jetzt kommt der schon wieder vor.
Ich weiß, wenn man ihm hier 20 Finger abschneidet, dann gibt es eine Trophäe. Ah! Okay, so weicht man aus. Hab verstanden. Kein Ding, geht durch. Was soll man noch sagen? Ah, jetzt geht's doch. Geht das nicht wie? Aber es geht gerade echt gut. Vor allem, wenn man keine Kugeln hat. Ha, es geht richtig gut, wenn man keine Kugeln hat. Ah. Hey. Nimm die Hände da weg. Ich sehe dich trotzdem. Klopsi. Ja. Achso, du willst wieder krabbeln. Oh, ich hab doch. Hä? No? Ich wollte gerade sagen, ich hab doch gedrückt. Ah, okay. Kein Ding. Nein. Wupp. Oh. Oh, das ist ja jetzt nicht gerade so. Den Schaden, den man hier so. Das war nicht gerade die Welt. The World! Entschuldigung, ich hab so ein Top 20 Video gesehen mit Favorite Charakteren. Da war JoJo's Bizarre Adventure oder so bei, keine Ahnung, kenne ich nicht viel Anime. Und irgendeiner von den Whoops Charakteren hat das dann gerufen, als Angriff war das, glaube ich. Oh, du dummes Auto! Irgendwann fliegst du mir um die Ohren. Ja, ja. Hörst du auch mal wieder auf, Elvis? Dankeschön. Ach so, oh. Das ist eben du was im Rücken, ne, egal. Ey. Elvis kriegt gleich was ab und ihr. Ist doch wunderbar. Sind wir doch alle glücklich. Ah. Nein! Das wollte ich nicht. Ach. Ich wollte doch Nyctos haben. Es geht ja auch, aber. Ah. Okay, mit dem. Ich weiß nicht. Mit dem Nyctos hätte ich, glaube ich, mehr Platz gemacht. Oder Explosionszombie. Oh, 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 oh. Und noch ein Finger ab. Oh, oder auch nicht. Entschuldigung, warte mal, richtig fleißig diesmal. Aber es geht eigentlich. Ich finde, das geht durch soweit. Wenn ich hier durchkommen würde. Ist ja natürlich nicht der Fall. Warum auch? Wird mir das Leben glatt einfacher machen. Aber ich finde ihn bis jetzt nicht so schwer. Da, oh, reingesprungen, wie dumm. Hey! Ich war noch nicht fertig. Hm. Nein, mir fällt gerade ein, dass ich heute den Godzilla-Film nicht gesehen habe. Oh, ein Scheiß. Schade. Laufen samstags auf Tele 5. Tele 5? Ja, ich glaube Tele 5.
voll geil. Die sind so schlecht gemacht und ich finde die Filme so toll. Ja, 20 Finger abgeschnitten. Wunderbar. Ich finde es aber eigentlich ganz schön schade, dass die Trophäen mittendrin kommen. Ich weiß nicht, so wie bei Heavy Rain gemacht, fand ich es eigentlich ein bisschen besser immer komplett am Ende eines Levels oder eines Abschnitts. Wenn man sonst ein bisschen rauskommt. Ich persönlich bin dann ganz oft so abgelenkt, so, oh, meine Trophäe. Dass ich dann auch zeitweise vergesse, was ich machen wollte. Gut, ist bei dem Spiel jetzt schwer zu vergessen, was man machen wollte. Behaupte ich jetzt mal. So linear wie das ist, kann man gar nicht vergessen, was man machen wollte. Aber trotzdem. Hey. Hey. Nee, würde ich schöner finden, wenn das alle Spiele hätten. Das ist zum Beispiel das Problem bei der Eintrophäe, wo das erste Mal Zombie-Baseball vorkam. Das war ja vor die ganzen Münzen. Und wenn man alle Münzen mit dem Chainsaw Dash, glaube ich, holt, bekommt man eine Trophäe. Aber man muss kurz bevor sie abspringt stoppen, sonst bekommt man die nicht, weil man dann den Ladevorgang übergeht und dann, keine Ahnung, bekommt man die nicht. Das ist voll dumm. Auf jeden Fall bei der zum Beispiel würde ich, oder gerade bei solchen Trophäen wäre es dann halt schöner, wenn man die komplett einfach nur am Ende eines Kapitels bekommen würde. Naja. Oder zumindest bei RPGs, wenn man es so machen würde, weil das ist ja jetzt auch nicht gerade eins der Vorzeigespiele. Ich meine, es ist so linear. Mir persönlich macht es viel Spaß. Grund von den Charakteren und der abgedrehten Story, aber eigentlich ist es jetzt nicht so innovativ. Ich finde, Innovation ist, sieht anders aus. So wie... Bestücke ich dich jetzt ab? Schwebte da jemand von mir? Oder wie es einmal einer aus meinem Freundeskreis sagte, schwebte er? Ja, er schwebte. Na gut, dann so. Achso. Ah. Nochmal, okay. Ich dachte, ich muss jetzt L2 drücken. Okay. Hetz mich nicht. Ich bin kein Mensch für Quick Time Events. Ups. Nein! Ach, so ein Mist. Ja. Ich würde dann sagen, ich mache dann später nochmal so weit bis zu dem Event wieder. Bis gleich.